Ich möchte dazu gerne mal einen Mann reden. An einem späten Abend auf der Gassen möchte ich zuerst hinter ihm gehen, so drei heißer Blick lang und schaut man an, ganz genau. Die Schultern, die Hüften, den Gang gustiert. Ob er mir gefällt, ob er von vorn nicht zu alt oder zu schier sein könnte. Und dann hol er die auf. Legert mein Bratzen auf seine Schulter drauf und sagt: Warum denn so allein, ich schöner Mann? Darf ich einen heim begleiten oder zu einem Viertel verleiten? Dann hängert ich mich ein bei ihm und steht mich gar nicht stehen, wenn er das nicht will und sich ein bisschen wehrt, weil das gehört zu einem Aufriss dazu. Ich sagt nur: Aber Buh, tu dir nix an. Und schleppert er mal ins nächste Beisel und zahlt dem Häsel zwei Viertel und zwingt ihm ins Knie und wischt bei ihm zu. Jetzt gehen wir noch heim zu mir. Aber das sind ja alles nur blöde Träume. Ich weiß eh genau, dass eine Frau keinen Mann anreden kann. Sonst hält man es für eine Hure und da steht sie nicht davor. So ein blöder Bub ist ein Gefreit, das man dann hat, nicht wert. Weil es an mir da recht stört, was die Leute so reden. Darum halte ich mich zurück. Und träum nur davon, am Abend am Späten hinter einem Haverer herzugehen und ihm einzunahen und ihm zu verzahnen und ihm dann angelad lassen und am nächsten Tag auf der Gassen am Abend am Späten die Nächsten anzureden. Der für einen Arm begleiten oder zu einem Viertel verleiten. Aber gut, tu dir nix an. Warum denn so allein, ich schöner Mann? Warum denn so allein, ich schöner Mann? Aber gut, tu dir nix an. Tu dir nix an, Bua. Die Hüften, die Haxen, der Gang. Warum denn so allein, ich schöner Mann? Warum denn so allein, ich schöner Mann?